Freunde der Sonne, herzlich willkommen zurück bei meinem Let's Play Omsi der Omnibus Simulator. Wir fahren die Rücktour der Linie 761 in Richtung Klinikum Niederberg. Genau, wieder mit dem Mercedes-Benz O405 N2 von Julian. Und ist das der Pöbel? Ach, den lasse ich hier aber nicht rein. Also so weit kommt's noch. Ich fahre jetzt schön noch ein Stück weiter vor. Ja, kommt mir hinterher gelaufen. Oh, gucke mal, wie der Enten. So. Fein säuberlich hier so ranfahren. So. Dann die hässliche rote Schrift da ausmachen, weil er kann es ja niemanden anbieten und so. Und jetzt müssen sie noch ein bisschen schneller laufen. Guten Morgen. Morgen, der Herr. Hallo. Hallo, die Frau. Also sie jetzt. Und hallo, der Herr, der will ein Ticket haben. Und was soll er bekommen? Oh, was ist das? Was ist das? Was ist das? Ist es ein Ball? Nein, das ist ein Ibis gestört. So, Brett zu. Wie wär's mal mit Gas geben? So ist fein. Nee, warte mal, hier müssen wir geradeaus. Oh, wir stehen hier aber gut, wunderbar. Wir blockieren ja auch nur diesen hässlichen pinken LKW. Hässliche Farbe. Ist da jemand drinne? Oh, niemand, ein Geister-LKW. Gibt es sowas? Gibt es sowas nicht? Stecken die Illuminaten dahinter? Ein, das ist ein Fall für Galileo Mystery. Um euch das mal wieder zu sagen, ne? Sonst vergesst ihr das ja, ne? Ja, das letzte Video ist ein bisschen länger geworden. Weil das nur so eine kurze Linie ist und ich keinen Bock hatte, euch hier 10 Minuten Videos anzudrehen, ne? Kann es ja niemanden anbieten. Deshalb ein 20 Minuten Video und ich hoffe, dass ihr die Zeit gefunden habt, euch den ersten Teil anzugucken. Berliner Straße. Und dass der Teil euch Spaß gemacht hat, wie mir Spaß gemacht hat, den zu fahren. Ne? So. Ne? So. Hier reinfahren. So. Und demzufolge wird der Teil auch nochmal ein bisschen länger. Also auch nochmal so um die 20 Minuten. Dürfte der dann sein. Das seht ihr ja dann, wenn ich den da so hochgeladen habe. Sage, was von Dicke du willst, sonst kriegst du nie wieder eins von mir. Aber ich beide Türen aufgehobt. Das weiß nur unser lieber Herrgott da oben. Hoppla, falsch rum. Gott segne mich. Gott segne alle hier. Gott segne die Welt. Und ich hasse Würstchen. Oh mein Gott. Nein, eigentlich liebe ich Würstchen. Und Kartoffelsalat. Ja, das schmeckt gut. Das kann man essen. Und ich mag Döner. Chicken Döner, Chicken Döner, Chicken Döner. Ah, ja, ja. Kennt ihr die Verarsche von Tarzan? Ja, das ist lustig, ne? Ja, ja. Ich erzähl sie jetzt nicht. Ihr müsst angucken. Tarzan-Verarsche hier bei Maxi Internet YouTube. Ist voll lustig und so. Ja, ja. Muss man echt mal gesehen haben. Das ist so eins der besten Videos hier auf Maxi YouTube. Abgesehen die von mir. Ah, 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 ah. Natürlich wieder beide Türen aufruppen, weil warum auch nicht? Warum wollen hier so viele mitfahren? Warum fährst du zum Beispiel mit? Hey, Schnauze, ich rede mit dir. Aber die darfst du haben. Nur weil ich heute meinen sozialen Tag habe. Was? Du willst Kurzstrecke? Danke. Bitteschön. Von wem war jetzt die Kurzstrecke? Hä? Oh mein Gott, mysteriös. War es ein Geistermann? Kannst du haben. Was willst du noch haben? Die Kurzstrecke hast du bekommen? Ach so. Ah, ich hab die doch nicht gegeben. Kannst du haben, mein Schätzchen? Mein Fred. Hast du deinen Bruder mit? Da hinten. Seht ihr den? Da hinten sitzt er. Das da ist nicht Manfred. Da ist Manfred. Das ist Bruder. Plus anderes Hemd. Setz dich doch zu deinem Bruder. Oder ist er besetzt? Oh, das ist besetzt. Oh, das tut mir aber leid. Mann, das ist Familienauseinanderreisung hier. Oh Mann, das kann doch nicht gut gehen. Manfred, willst du bei mir auf den Schoß? Ach, komm doch mal vor. Du darfst sogar während der Fahrt auf meinen Schoß. Hier, kannst du reinkommen? Hoppla.
Hier kannst du reinkommen, wenn du willst. Da war ich doch gerade. Südstraße. Das sollte richtig sein. Boah, das ist ja unglaublich. Ja, Manfred, schnauze, sonst hau ich dich raus. Von wegen auf meinen Schoß hier. Komm, verschwinde. Türe ist offen. Kannst du gehen, wenn ich doch so schlecht fahre? Ich sagte, Manfred. Ein Manfred? Da vorne sitzt ein Manfred. Hier sitzt ein Manfred. Da sitzt ein Glatzköpfer-Typ. Das ist kein Manfred. Drei Manfredisse. Ja, wenn du nicht aussteigen willst, aber dein Hör gefälligst oft zu meckern, Junge. Mann. Kannst ja niemanden anbieten hier. So. Das sind Zustände, wie die herrschen, echt. Die kannst du niemanden anbieten hier. Oh, guck mal, da kommt ein Kollege. Oh, blenden wir den mal. Weil es so viel Spaß macht. Hey, Kollege, hast du mich gesehen? Hast du mich vollgenommen? Ich bin so klein. Kollege, grüß dich. Christuskirche. Ich bin nicht an der Christuskirche. Ja, schneller. Willst du ein Ticket haben? Du nicht. Willst du ein Ticket haben? Blaues Hemd. Willst du? Dein Bruder sitzt auch da hinten. Neben Manfred. So, das Brett rein. So. Wie viel Verfrühung? Heißt das jetzt Verspätung oder Verfrühung? Naja, das wüsste ich ja. Christuskirche. Oh mein Gott, die wollen den heißen Ort. Aha, das ist demzufolge die Verfrühung, wenn da ein Minus davor steht. Bist du ein schlaues Kerlchen? Miau! Schönes gelbes T-Shirt. Oh, Schätzelein. Oh. Ah, das ist doch mal eine geile Perspektive. Oh, so kann man mal fahren. Das probiere ich jetzt mal aus. Schlimmer als wie ich sonst fahre, kann es ja nicht mehr werden. Ne? Das könnte mal grün werden. Jetzt fange ich an zu singen. Ich stehe im Garten und habe einen harten. Ich möchte ihn braten, doch sollte noch warten. So, jetzt will ich mal gern wissen, wer diesen wunderschönen Song kennt. Wenn nicht, müsst ihr mal auf den Kanal von 3Dudelsack3 gucken. Dort ist dieser Song nämlich zu finden. Ist echt geil. Ich glaube, die habe ich hier auch als meinen Lieblingskanal angegeben, weil ist echt, der macht echt geile Videos. Kann ich echt jedem nur empfehlen. Ja. Schick so. Morgen. Nee, du kommst nicht mehr rein. Doch, ich habe halt mein Sozial. Ne, das ist der einzige Nachteil ist. Ich sehe nicht, ob da was kommt. Hört ihr mich, das ist so laut. Oh mein Gott, ich bin auf alt gekommen. Oh mein Gott, wie kriege ich das weg? Oh, so kriege ich das weg. Sorry. Jetzt weiß ich, welche Haltestelle es ist. Karstenstraße. Ja, sorry. Ich entschuldige mich, wollte Bonbon haben. Willst du Bonbon haben? Willst du wirklich kein Bonbon haben? Ich hab echt Bonbons hier in meiner Hosentasche. Sind zwar schon zerlaufen, aber... Mega, nicht so rum. Ich weiß, dass ich hier nichts drauf habe. Ich bin voll die Null. Ich habe meinen Führerschein gewonnen. Ey, ich will rückwärts fahren. Hallo, ich wollte rück... Wieso macht er nicht den Rückwärtsgang rein? Schrollen? Oh mein Gott, wieder so ein Mysterium. Warum fährt die Pfeife jetzt nicht? Wehe, der Pferd würde mir jetzt reinfahren. So, warum die Straße ja Karstenstraße heißt, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, warum das so sein sollte. Ja, das ist echt überhaupt schwer zu erraten, warum die Straße jetzt hier so... Hallo. Aber da hätte ich was anderes gemacht. Ich hätte doch den Karstenplatz genommen. Das wäre doch viel imposanter gewesen. Brett zu.
blinken, damit die Idioten hinter mir sehen, dass ich raus will. Einmal übelst doll einlenken. Und weiter geht der Post. Oh Mann! Ja, ganz toll! Seht ihr das? Ich bin dumm und laufe über die Straße, obwohl ich sehe, dass ein Bus kommt. Ich bin total asoziales Stückchen Scheiße. Blabla. Mann, ey. Rücksichtsloses Backe. Felbert, Postamt. So. Wenn ihr die morgen im Briefkasten auf dem Brief seht, dann wisst ihr, ich hab das Ding überfahren. Blöde Dreckskuh. Mann, ich kannst du niemanden erzählen, dass die hier so blöde sind? Die sehen, dass der Bus kommt, ne, ja. Und nicht zu langsam. Und verfahren, laufen einfach drauf los. Ich kann es nicht fassen, egal ob's. So, ich bin so aufgeregt. Oh mein fucking Gott. So, nichtsdestotrotz hoffe ich, dass wir wenigstens relativ pünktlich sind. Warum ist hier hinten eine Anzeige und da vorne nicht? Oh, da vorne ist eine Anzeige. So, du kriegst dein Ticket, mein Großer. Hallo. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viel wir zu spät sind. Oh, die will ein Ticket einmal haben. Kurzstrecke, bitte. Kannst du haben. Guck mal, wie voll der Bus ist. Ist ja Wahnsinn. Oh, sie ist zum Mann geworden. Mann, bist du hässlich. Nein. So was Verschandelndes. Kannst ja niemandem sagen. Bin ich müde. Mann, das kannst du dir gar nicht vorstellen. So ganz Tag vom Computer sitzen macht schon müde, ja. Ganzen Tag, ja, Quatsch, nur einen halben Tag. Jetzt habe ich die Ansage nicht gehört. Ihr könnt da nicht reinquatschen, wenn die Ansage kommt. Mann. Wisst ihr, wie mich das aufträgt? Ich drehe mich im Kreis. Ich bin die Eule Kai. Ich bin der Captain. Ich fahre euch. Also Schnauze. Auf den Kopf. Alles auf den Kopf. Oh mein Gott, bin ich verwirrt. Oh mein Gott. So. Jetzt doch mal die Ansage. Weil ich sie nicht gehört habe. Parkstraße. Die Parkstraße, ja. Seid ihr jetzt zufrieden? Jetzt musst du die Ansage zweimal hören. Mann. Das ist Erfolg da hinten. Da kannst du echt in der Tonne kloppen, das Mistvieh da hinten. Nein. Ja, nein. Du könntest ja langsam mal grün werden, Ampel. Wäre das eine Variante? Das ist eine Variante. Warum ist jetzt Licht angekommen? Ein Zauberbus. So. Feinsäuberlich hier durchgefahren. So habe ich schon so gesagt. So, ne? So läuft es nämlich, weil das so. Los, du Zitronen, ich komme! Fahr, Junge. Hoppla. Ne, warte. Besser mit dem Mikrofon so. Hallo. Wäre es eine Variante, mal ein bisschen Gas zu geben? Ne? Nee, das wäre absolut keine Variante. Muss der Bus erst abbremsen hier. So, nicht, dass er kleine Vollbremse gibt. Ich muss ja auch hier rüber. Mann, ey, das geht mir auf die Nüsschen, der scheiß Zitronenfahrer hier vor mir. So. Immer schön hier angehalten. Also bitte, wer soll sich da beschweren, dass ich scheiß fahre? Wollte jemand aussteigen? Ne, demzufolge können wir uns das mal hier so schön. So, wir fahren mal wieder in Außenperspektive. Das macht ja so viel Spaß. Also mir macht das viel Spaß, ne? Ich weiß nicht, wann seht ihr das Video? Wann habe ich gesagt? Wann kommen Videos raus? Es war Montag. Mittwoch und Freitag. Ja, weil alle zwei Tage und so. Dann seht ihr das ja dann quasi am Samstag. Oder am Sonntag. Samstag oder am Sonntag. Egal, ihr seht das auf jeden Fall am Wochenende. Ne? Und so. Eigentlich so rein theoretisch. Blöder Baum, wer hat da einen Baum hingestellt? Genau, ihr seht das am Wochenende. Und da hoffe ich mal, dass es euch genehm ist, dass alle zwei Tage im Video rauskommt, weil wegen Zeit und so kann man halt nicht einrichten. Und dass am Montag das Video schon. Beziehungsweise, was hatte ich in dem Video gesagt?
Ach, keine Ahnung, Mann, ich bin so vergesslich. Keine Ahnung, was ich gesagt habe. Entweder kommt das, war das früher draußen oder später. Naja, das habt ihr dann gesehen, wenn ihr das hier seht. Mal schauen, ich glaube ja eigentlich. Da habe ich ja gesagt, na, wir machen Ausflug, Ausflug, Ausflug. Und wir fahren nicht nach Berlin, obwohl das cool wäre. Aber machen wir leider nicht. Nein, nein, traurig. Wir bleiben hier im schönen Sachsenland. Naja, auf jeden Fall machen wir Ausflug. Bergische Straße. Und wir sind erst ziemlich spät, so gegen, na, spät nicht, aber wir sind erst für so einen Tagesausflug mit der Schule. Ist das schon ziemlich spät? Da kommen wir nämlich erst so 18 Uhr, sind wir wieder daheim gewesen. Oder sind daheim. Hallo? Oder so, oder ihr wisst schon, was ich meine, ne? Und dann muss ich mich halt entscheiden, ob ich das Video halt früh um 9 schon hochlade. Beziehungsweise nicht früh um 9, früh um 6. Oder ob ich das erst abends um 6 hochlade. Naja, aber das habt ihr ja dann alle schon gesehen. Das ist ja wieder Schnee von vorgestern. Von am Arsch der Welt ist das der Schnee. Ja, der Schnee ist mittlerweile. Ja, der Schnee, wenn wir gerade beim Schnee sind, der schmilzt ja hier oh langsam. Das finde ich ja schon gut. Beziehungsweise langsam, der ist geschmolzen. Jetzt sind nur noch die ganzen hessischen Matschpfützen übrig. Am Buschberg. Genau, am Buschberg. Ja, das haben wir das im Gedächtnis haltet. Und so. Was denn? Ich hab nicht mal nicht. Ach, Schnauze da hinten. Wie weit ist es noch? Wie weit noch? Wie weit noch? Sprich mit mir. So, wo waren wir gewesen? Am Buschberg. Nicht mehr weit. Warum hat er den Fahrplan nicht umgeändert? Oh, mysteriös. Ja, mysteriös. Ah, da wurde ich gerade, ja, die Katze, ja. Wieder so ein blöden Katze, ja, da kann wieder jemand nicht lesen. Musste wieder reinkommen und dann musste ich mal aufs Klo. Meine dringenden Bedürfnisse erledigen. Kannst du haben, mein Schätzelein? Ja, so meine dringenden Bedürfnisse mal so stillen. Ja, und das halt bisschen gedauert. Bisschen. So voll heftig und so, verstehst du, was ich meine? So, die nächste Haltestelle ist dann. Oh, ich freue mich ja schon wieder auf Weihnachten. Ja, haben noch nicht mal Sommer oder so, aber ich freue mich schon auf Weihnachten. Oh, da gibt es selbstgebackene Plätzchen. Oh, ihr wisst gar nicht, was das für eine Arbeit ist, Plätzchen selber zu backen. Mann, das ist eine Arbeit. Vor allem im Hochsommer, die werden ja vorgebacken, ne? Und dann werden die ja weggeworfen und dann werden ja wieder neue gebacken. So, dass man quasi bis zum Winter was zu tun haben. Und das ist eine Heidenarbeit, ne? Das ist die perfekte Welle. Wir haben jetzt überall grün. Das finde ich voll schnieke. Das könnte man glatt so lassen. Hoppla, Bordstein. Aber ich mag ja den Bordstein, deswegen muss ich ab und zu mal drüber fahren, damit er merkt, hey, der ist noch da, das kann oder kein sein. Ein Ticket will die haben. Guten Tag. Guten Tag. So. Kommt mir das noch vor, dass sind wir diesmal früher fertig. Jetzt ist er nur noch nicht mehr weit. Das ist die vorletzte Haltestelle, meine Freunde. So. Wunderbar, also bitte, das läuft doch. Willst du jetzt noch mitfahren? Warum wollt ihr mitfahren? Ich habe noch eine Haltestelle, die ich anfahre. Hoppla, da habe ich ganz vergessen, die alte da hinten rauszulassen.
Warum läuft der jetzt weiter? Kann mir das mal bitte jemand erklären? Echt, ey. So ein schöner Kontrast. Ach so, da hinten war ein Bus. Ah, sag das doch. Also bitte. Wir verlassen das Staatsgebiet Felbert. Ab hier müssen Sie einen neuen Fahrschein lösen, weil wir fahren ja nur noch eine Haltestelle, weil das lohnt sich ja so voll und so. Findet ihr die Ansage auch so leise? Also ich fand die Ansage jetzt leise. Egal, Endstelle Niederberg. Klinikum. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen von uns, sie wieder als Fahrgast begrüßen zu dürfen. Next stop, Niederberg Klinikum. Terminus, please leave the bus here. We look forward to welcome you on board again. So, fein säuberlich hier so rumfahren. Oh, komm, gib den Fahrplan her. Wunderbar. Wieder alles okay, aber so bin ich nun mal. Während die Pfeifen hier aussteigen, verabschiede ich mich schon mal von euch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir zuzuschauen, wenn ich hier die Linie 761 gefahren bin. Das war die kürzeste Linie, falls ich das noch nie gesagt habe. Egal. Hier auf Felbert, aber ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ich hoffe, es ist auch kein Problem, dass die Folgen ein bisschen länger geworden sind, aber hoffe ich nicht. Das passt schon, das passt alles. Ne? Also, dann wenn es euch Spaß gemacht hat und ihr mehr davon sehen wollt, ne? Und ihr immer auf dem aktuellsten Stand sein wollt, dann lasst doch bitte gerne hier ein Abo bei mir da. Warum leckt das so? Davon. Wenn euch das Video so doll gefallen hat, dass ihr das mir unbedingt zeigen wollt und so und bla und blub, dann könnt ihr auch gerne ein Like hier da lassen. Und wenn ihr konstruktive Kritik habt, was ich besser machen könnte, dann könnt ihr die natürlich gerne auch hier unter diesem Video in den Kommentaren äußern. So, dann sag ich mal auf Wiedersehen und bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt, euer Captain spielt Umsi. Oh, tschüssi.